Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-Video. Heute findet ein Hide-and-Seek-Event statt, wo man pro geglücktem Finden des Gesuchten 500 Cash gewinnen kann, also 500 Bora-Cash, also insgesamt 2500, und soweit ich weiß, kann man auch 5-mal gewinnen. Es gibt keine Einschränkung davon, dass man nur eine gewisse Anzahl an Versuchen hat oder nur so und so oft gewinnen darf, sondern es soll wohl unlimitiert sein. Jetzt müssen wir hier warten, was der erste Hinweis ist oder wann es direkt losgeht. Es stand gerade da vor 5 Minuten, dass es gleich anfängt. 18 Uhr war Start, jetzt ist es gerade 18:01 Uhr. Genau. Ah, es gibt 5 Hide and Seek Runden und in jeder Runde kannst du... Ah, okay. Ich dachte, das ist schon der erste Hinweis. Ja, das Problem ist, ich habe keine Teleport-Maps und auch keinen Gen-Teleporter. Ich könnte zwar einen Gen-Teleporter aufstellen, aber ich glaube, es lohnt sich einfach nicht, weil die Chance zu gewinnen wird halt ziemlich gering sein, weil viele Leute, die jetzt online sind, werden mitmachen, also wahrscheinlich 100 Leute mehr oder mehr. Und es wurde nämlich auch schon vorher angekündigt mit genauer Uhrzeit, deswegen ist es jetzt keine Überraschung. Viele Leute sind es wahrscheinlich auch nur deswegen online, so wie ich zum Beispiel. Und ja, ich verstehe nur nicht, warum ich keine Teleport-Maps habe. Ich kann mal gucken, was eine Teleport-Map kostet. Wow. Yggdrasil, wie es lebt und lebt, schätze ich mal. Ja, moin. Vielleicht kaufe ich mir sogar welche. Oder 2 Milliarden für 25? Aber wenn, dann würde man schon 2 Milliarden für die 100, für die 20 Premium ausgeben. Ja, nee, wisst ihr was, so meine ich. Also wir werden auf Dryad noch mitmachen, da werde ich auf jeden Fall meine Teleport-Maps ausgeben. Ich meine, klar, 2 Milliarden auf Yggdrasil ist jetzt nicht so viel, aber jetzt warten wir erstmal die Hinweise ab. Ich kann mich ja nach Runde 1 noch umentscheiden. Die Frage ist nur, wann kommt der erste Hinweis? Das ist die alles entscheidende Frage. Okay, ich habe mir jetzt die Teleport-Maps gekauft, aber es war ein großer Fehler, weil es kamen gerade die Hinweise. Alles in allem ein Mix aus erdigen Flächen und grüner Wiese. Oh, dann habe ich in St. Morning, glaube ich, eine ganz gute Chance tatsächlich. Ich weiß gar nicht, bin ich so schneller? Ich weiß gar nicht, bin ich nicht ultra... Was, mein Ancient Bogen ist schneller, ne? Mit meinem Ancient Bogen bin ich schneller, aber ich kann nicht wechseln, weil mein Inventar voll ist. Oh, diese dämlichen Einlog-Events. Also das hier wird... wenn alles in einem ein Mix aus erdigen Flächen und grüner Wiese. Wow. What the hell, Alter? What? Jo, wahrscheinlich, Alter. Okay, ich glaube, ich baller das Zeug hier weg. Ist zwar ziemlich heftig, aber es hält nur 5 Minuten. Jetzt kann ich nämlich wenigstens auf meinen Bow wechseln, mit dem bin ich nämlich schneller. Ancient Bow. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es sogar klüger zu fliegen, weil ich habe die Galaxy Gitarre. Ja, aber eigentlich bin ich gar nicht so langsam. Ich habe 131 Geschwindigkeit. Wo sind denn meine Beat of Wind? So. Ja, wobei, ne, meint 144, ne, meint, das ist ziemlich langsam. Moment mal, das ist ja voll langsam. Der gibt nur 8 Geschwindigkeit, schauen wir, wie viel habe ich jetzt? 202. Ja, aber ich glaube, da bin ich mit der Galaxy-Gitarre tatsächlich schneller. Machen wir mal Interface aus hier. Aber kann ich den Chat nicht mehr einblenden, oder was? Kommunikation, Chat... What? Geht das echt nicht? Doch, wollte schon sagen. Alright, so sieht's. So haben wir doch, glaube ich, die besten Überblicke. Aber ja, what? Wie schnell das einfach ging. Das ist ja insane. Nächste Runde beginnt in Kürze. Okay, Runde 2 beginnt jetzt. I'm sowas von nicht ready. Vor mir kann ich ein paar Flüsse sehen und sie sehen ziemlich dunkel aus. Scheint nicht so sauber zu sein. Uff, ich hab keine Ahnung. Also Darkon bin ich auf jeden Fall schon mal falsch. Dunkle Flüsse. Vielleicht Darkon 3, aber das sind keine Flüsse. Ja gut, man muss Never mind, wartet mal. Das könnte sogar hier sein. Weil anscheinend macht das der englische Moderator und anscheinend ist das hier Google Übersetzer. Und das heißt, es könnte durchaus etwas anderes sein. Ich bin auf jeden Fall schneller als der Cadillac. Vor mir sehe ich ein paar dunkle Flüsse. Ja doch, doch, das könnte schon hier sein. Weil das ist ziemlich dunkel. Das sind halt keine Flüsse, aber... Gut. Ich fliege lieber.
Aber vor mir, das heißt, ihr könnt auch hier oben stehen, theoretisch. Bei Riodos? Nein. Also ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Channel, das ist Channel 1. Oh, hier auf der Brücke wäre ein nicer Spot tatsächlich. Noch wurde sie nicht gefunden anscheinend. Hier ist halt ultra ätzend zu navigieren, weil die Decke so dingst. Hm, machen wir mal eine Minimap noch auf. Wait. Oh ne, das sind keine Spieler, lol. Okay. Gleiche Idee gehabt. Ha. Das könnte halt überall sein. Überall auf so einem Ding oben könnte die draufstehen. Das würde man tatsächlich sehen. Ja, aber es scheint nicht hier zu sein, sonst wäre sie bestimmt schon gefunden worden. Weiß nicht, wie sinnvoll es ist, jetzt noch hier hinzufliegen. Ha, aber es scheint keiner. Dunkle Flüsse. Ja, oder es ist Knochenpfad. Aber Knochenpfadflüsse? Ich meine, das sind ja auch so Wasserflächen, aber das sind halt keine Flüsse. Schade auch, dass sie gar nicht gesagt hat, wo sie vorher gefunden wurde. Also das ist eigentlich auch ein bisschen blöd. Na, die ist safe nicht hier. Okay, aber wo zum Teufel dann? Gut, bei den Nutty Wheel und Steen Knight könnte es theoretisch noch sein. Aber ich glaube, da war jetzt auch schon jemand wahrscheinlich. Aber wo soll das sein? Dunkle Flüsse. Na gut, hier könnte es noch sein, aber da sehe ich gerade jemanden hinlaufen bei Dela. Hier könnte es theoretisch sein. Gehen wir mal nach... Ah, okay. Wow. Jetzt habe ich mir die Teleport-Map gespart. Ja, aber es ist schon blöd, dass man nicht erfährt, wo die Person... Also, wo das Versteck war. Also, ich meine, es wäre doch einfach nur interessant. Also, wenn ich mache mit, finde niemanden, kriege keine Info, wo es war und kriege keine Belohnung. Danke für gar nichts. Okay, Runde 3 beginnt jetzt. Ich bin jetzt in Darkhorn geblieben, weil ich wahrscheinlich jetzt einfach eine Teleport-Map benutzen werde. Vermute ich mal, also ich habe keine Ahnung. Das Feuer hier hält uns warm, das ist... Oh, Baby. Oh, Baby. What? LMAO. Ja, moin. Ja, moin. Uff. Es ist aber gar nicht so wenig, also es ist ja alles voller Feuer. Gefühlt bin ich viel zu langsam. Da unten laufen die Leute rum. Das Problem ist halt, wenn viel zu viele Leute an einem Ort sind, dann weißt du gar nicht, wo ist der Typ, den du suchst. Was es by the way auch noch gibt, ist ja den Command Position. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe damit, also ich bin ja sowieso keiner, der auf Hide and Seek Event steht. Aber theoretisch müsste man damit genau auslesen können, wo sich die Person befindet. Das heißt, jemand, der sich da ein bisschen reingefuchst hat, eventuell sogar illegalerweise, der könnte da wahrscheinlich einiges damit anstellen. Mit dieser Information. Hier ist halt alles voller Leute, what the hell. Terranord sogar hier. Das Ding ist, das Feuer geht bis zu den Vatanka. Also es ist tatsächlich ein riesiges Gebiet. Komplett Süd-Darkon 3 im Endeffekt. Was ich mir gerade gedacht habe, hier vielleicht kurz vor Hernes, aber da ist ja gerade auch schon jemand hingeflogen. Da ist jetzt gleich Flugverbotszone, aber die funktioniert nicht richtig. Mal schauen. Ja, Mist. Okay, sieht schlecht aus. Der Volcano Dungeon ist ja nicht so groß. Da ist sie schon vorbei. RIP! Runde 4 beginnt jetzt, also ich habe wenig Hoffnung, es sind quasi noch 2 Runden, 4 und 5. Also ich habe wenig Hoffnung, ich meine, man hat gerade schon gesehen, allein wie viele Leute sich zum Volcano Dungeon geportet haben. Das ist einfach nur geisteskrank. Ich hätte tatsächlich auch einen Blinkwing benutzen können, ist mir danach noch eingefallen. Aber hätte tatsächlich ein paar Sekunden länger gedauert, also ein helles Licht strahlt auf diesen Teich. Ein helles Licht strahlt auf diesen Teich. Teich, das ist es nicht. Ein helles Licht strahlt auf diesen Teich. Bahara-Wüste. Bahara-Wüste bei Basi.
Helles Licht ist die Sonne. Und der Teich ist das Ding. Es ist halt auch so random, es könnte halt überall sein. Aber Darkon ist ziemlich dunkel. Flaris hat nicht... Ja, ich meine, wenn man es so sieht, könnte es auch sein. Aber in der Wüste ist die Sonne ja immer ein bisschen heller. Ja, es ist halt Interpretationssache, ne? Das sieht halt jeder anders, sag ich mal. Wenn du so eine Frage stellen würdest an 50 verschiedene Leute, würdest du wahrscheinlich 50 verschiedene Antworten bekommen. Oder, naja, sagen wir 25 verschiedene Antworten. Also von dem her, schau mal, ob ich recht habe. Aber ich bin wahrscheinlich auch noch nicht mal der Erste, der da ist. Falls es hier überhaupt ist. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ich meine, es ist ein Teich. Und hier ist die Sonne. Come on. No, Terra Nord war vor mir hier. Uff. Hey, wie zum Teufel ist er so schnell hierher gekommen? What? Wie ist er so schnell hierher gekommen? Damn, ich bin doch insgesamt. Naja, nicht ganz. Oh, es könnte aber noch hier sein, tatsächlich. Das ist ja auch ein Teich, aber. Wahrscheinlich ist es nicht hier. Das Problem ist, ich habe nicht mal einen zweiten Guess. Also, ich fliege jetzt einfach dahin. Kann noch überlegen. Ich meine, noch wurde nichts gefunden. Das Problem ist, es gibt nicht viele Teiche. Also, halt eigentlich literally kein. Also Caldera könnte noch sein, Former Minos Dungeon könnte sein. Das verfluchte Aminoskript, da mit dem hellen Licht gemeint ist, und der Teich davor, wo die Crowhell drin sind, das könnte tatsächlich noch sein. Da gehe ich jetzt, glaube ich, direkt danach hin, wenn ich zu dem Ruendra-Lager geflogen bin. Ich schätze mal, bevor ich beim Lager ankomme, wird es schon gefunden worden sein. Also das wäre noch ein Guess von mir bei Caldera, bei den Crowhell. Aber ansonsten helles Licht diesen Teich. Ein helles Lichtstreit auf diesen Teich. Sonst hätte man auch Hernes Dungeon sagen können, einer von beiden. Aber da kommt das Licht ja von dem Teich aus. Und nicht auf den Teich. Aber gut, das ist halt auch wieder, kann man so und so sehen. Ist hier jemand? Ne. Okay, es ist Knochenpfad. Wurde soeben bestätigt. Nirgendwo in Madrigal ist es so düster. Jo, Alter, wie schnell die Leute einfach sind, das ist so lächerlich. Na gut, jetzt dauert es wahrscheinlich nur noch ein paar Sekunden, bis sie gefunden wird. Einen riesigen Stein, ich meine, das kann ja theoretisch überall sein. Ah, Leute, habe ich noch nie darauf geachtet, dass einfach ein Hühnchen eingraviert. Lol. Damn. Okay, dann kannst du aber tatsächlich überall sein. Aber es dürfte trotzdem nur noch ein paar Sekunden dauern. RIP. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich noch nie darauf geachtet. Tatsächlich, wow. Hier sind überall diese Hühnchen oder was auch immer das sein soll. Wow. Huh, crazy. I did not know that. Und Game over. Uff, ich sehe eine Menge Wolken vor mir. Ich kann außerdem eine kleine Insel sehen, aber sie könnte auch Teil des Geb. Kleine Insel sehen, aber sie könnte auch Teil. Ja gut, das könnte Hernes, Aminos. Hernes, Dramnuk und Royal. Ja, Royal auch. Ja. I guess. We have to find out. Not here, probably. Aber könnte auch sein, dass die hier oben irgendwo steht. Oder fliegt. Könnte auch sein. Uff. Wäre schön, wenn das zumindest der Satz fertig geschrieben worden wäre. Das, kann man hier stehen? Weiß ich gar nicht. Nee, kann man nicht, okay. Ja, gut, dann ist es hier auf jeden Fall nicht. Aber es könnte legit überall sein. Jetzt komme ich hier nicht mal vom Bord und kann nicht mal zurückgehen.
Muss aber nicht unbedingt eins von denen sein, weil es gibt ja auch so. Gibt es nicht irgendwo zwischen. Nee, sonst gibt es tatsächlich keine. Wow. Ist ja eine Menge Wolken vor mir. Ich kann außerdem meine kleine Insel sehen. Sie könnte auch Teil des. Wie zum Teufel wurde sie noch nicht gefunden? Das gibt legit sechs Inseln. Dramnok, Dramnok Master, Queen, Queen Master, Hernes, Hernes Master. Aber sie wurde nicht gefunden, also. Es ist anscheinend was anderes. Ha. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass es so eine Insel ist, also eine schwebende Insel auf dem Gebieten selbst. Aber da würde das dann mit den Wolken nicht so viel Sinn ergeben, tatsächlich. Also Ansichtssache, aber. Ich meine, eine Menge Wolken würde man ja schon meinen, dass damit das Wolkenmeer gemeint ist. Dann sind es eigentlich nur sechs Stück. Ich fliege jetzt zu Queen, aber das ist eigentlich komplett sinnlos, weil das selbst schon zwei Leute waren, links und rechts. Kein großer Fan von den Hinweisen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, für Dryad nehmen sie andere Orte, sonst wäre es richtig lächerlich. Vielleicht OMG, vielleicht posten sie das. Wow. Vielleicht posten sie deswegen nicht, wo sie gefunden wurde, weil sie es nochmal machen. No way. Das wäre so wack. Gut, die meisten Leute spielen wahrscheinlich nur auf Yggdrasil oder Dryad, aber 500 Cash ist ja Cash, das kannst du überall benutzen. Also wisst ihr, was ich meine? Weil hier zum Beispiel die Insel, ja, man sieht auch das Wolkenmeer. Also wenn man das bedenkt, dann könnte es tatsächlich überall sein. Oder wenn man halt die normalen Wolken, weil ich meine, wenn ich mich hier hinstelle, sehe ich ja auch viele Wolken. Also die Frage ist halt, ich kann außerdem eine kleine Insel sehen, aber sie könnte auch Teil des des Gebiets sein. Ich verstehe nicht, warum der Satz nicht fertig geschrieben wird. Hat er jetzt genug Zeit gehabt eigentlich? Also scheint nicht so wichtig zu sein, aber ich meine, könnte eventuell noch ein Hinweis sein. Na ja gut, in Darkon gibt es nicht so viele Inseln. Gehen wir mal nach Fla. Es ist super windig hier. Zum Glück habe ich meine Jacke dabei. Es ist so eine. Es ist eine fliegende Insel, so wie ich es gesagt habe. Scheiße, dann können es Flaris und Saint Morning sein. Da sind die meisten davon. Scheiße, warum bin ich in Saint Morning? No! Warte mal, warte mal, warte mal. Dafür verschwende ich jetzt sogar eine Teleport-Map. Okay. Ich glaube, hier sind nicht wirklich welche. Die erste ist da bei den Vla Wolf. Genau die. Na gut, das ist Fefern, aber egal. Ja, aber das ist halt die Nadel im Heuhaufen von solchen Inseln. Ich meine, ich habe sie nie gezählt, aber es gibt bestimmt 50 Stück davon. Yo, leck halt noch mehr. Das war es auf jeden Fall nicht. Aber ja, auch hier sieht man die Wolken. Dann gehen wir dahin, da sind auch noch drei. Vier. Ja, in Darkon sind auch welche. Regenbogenrennen halt. Gibt's einige von davon. Na, hier sieht man überall Wolken auf jeden Fall. Hier ist aber niemand. Hier ist niemand. Okay. Puh. Okay, es sind nur vier. Ich bin mir nicht sicher, ob hier. Ich meine, wie gesagt, ich habe noch nie darauf geachtet. Ich fliege jetzt mal nach Darkon. Da sind direkt auch zwei Inseln, auch vom Dingenskirchen. OMG, die Darkon-Insel würde sogar passen, die hier ganz am Rand ist. Hier ist eine schwebende Insel ganz am Rand. Die würde sogar passen, weil hier ist ja direkt das Wolkenmeer, genau die hier. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da noch keiner war. Damn. Saint Morning gibt es auch ein paar. Garden of Rises auch. Ah ja, Garden of Rises, stimmt. Das ist eh so klein. Mist.
Hier ist es nicht. Da vorne ist noch einer, die ist auch vom Regenbogen rennen. Ja, in Darkon gibt es wiederum nicht so viele. Also das sind wahrscheinlich wirklich nur die beiden. Jetzt müsste gleich der nächste Hinweis kommen. Also danach Saint Morning. Es ist schwierig, überhaupt irgendwas zu sehen. Ich kriege hier ständig Sand in meine Augen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die ist hier irgendwo. Oh shit. Oh shit. Ich bin zu langsam wahrscheinlich. Wenn es überhaupt die richtige Insel ist. Da ist sie. Oh shit. Das ist sie. Das ist sie. Das ist sie. No way. Oh shit. Es ist sie nicht? No way. Wolkenmeer als ob. Wow. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. What? Also ich glaube, es ist die einzige hier. Nicht dein Ernst. Darkon 3 Wüste kann's nicht sein. Da gibt's keine fliegende Insel. Und Bahara Wüste gibt's das auch nicht. Einzige, was sein könnte, wäre noch bei den Dumbull. Oder weiß ich nicht, ob deine ist. Oder, ja, Garden of Rice ist das kein Sand. Terra Nord hat den gleichen Gedanken, aber viel zu spät. Da wäre ich längst schon. Ja. Ich glaube nicht. Ich wurde gefunden. Wow. Check's nicht, Alter. Also, ohne Spaß. Ich war mir jetzt bei jedem ziemlich sicher, dass. Also, ich war mir bei jedem ziemlich sicher, dass ich nichts weiß, quasi. Aber jetzt war ich mir wirklich. Alter, ich war mir so sicher. Holy moly. Damn. Aber da muss ich sagen, dann verstehe ich die Beschreibungen anscheinend nicht, weil ich meine, das hier hat halt wirklich literally alle Kriterien zu 100% erfüllt. Und es war falsch. Und dann wird nicht mal die Lösung gepostet, also what? Oh man. Na, jetzt geht's gleich auf Dryad weiter in 7 Minuten. Bis dahin. Ich habe gerade festgestellt, dass es doch nicht jetzt weitergeht, sondern erst morgen. Also ich habe nur das mit 5 PM und 6 PM gesehen. Aber auf Dryad ist das Event tatsächlich erst morgen. Deswegen beende ich das Video dann trotzdem hier an dieser Stelle. Ja, war natürlich ziemlich erfolglos, aber es hat mich trotzdem eine Stunde Zeit gekostet. Und naja, vielleicht war es hier und da trotzdem ein bisschen funny für euch. Oder ihr konntet zumindest sehen, wo ich gefettbrained habe und ihr vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wir sehen uns morgen. Viel Glück auf Dryad, falls ihr da teilnehmt. Und ansonsten danke euch fürs Einschalten. Ciao, ciao.